Dann geht's heute mit Sobex Tränen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. So, warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir hin müssen. Da. Da müssen wir hin. Moment. Wie soll er mit dem Wächter sprechen? Ich dachte, die heiligen Krokodile von Krokodilopolis wären zahm. Ich weiß nicht, was da los war. Petessoros hat noch nie jemanden angegriffen. Seine Augen wurden rot. Hast du es gesehen? Zürnt Sobek uns etwa? Neck. Selbst die Götter wenden sich von den Menschen ab. Wo ist Petessoros jetzt? Unser Priester Sehetep brachte den Gott zurück zum Becken im Tempel. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Irgendetwas ist hier faul. Ich sollte mir das Krokodilgehege anschauen. So, finde in der Nähe den versteckten Papierrot. Aber wo könnte... Weil das jetzt, glaube ich, relativ egal ist. Da unten ist irgendwas auf jeden Fall. Spur vom Priester. Petessoros ist aufgebracht. Ich. Schwein oder was? Angekaut, nicht gefressen. Keine Spur vom Priester. Nee, eine Ziege ist es. Petessoros ist aufgebracht. Ich bleibe lieber unbemerkt. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Hier ist noch irgendwas. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Vermeide es, das heilige Krokodil anzugreifen. Okay. Ein Priestergewand. Es ist voll mit Blut. Wer auch immer das trug, war schwer verletzt. Die Blutspur führt nach draußen. Treffer versenkt. Uiuiuiuiui. Entschuldigung, ich muss mal gerade. Zerfleischt von Krokodilen. Was hat er hier gemacht? Das frage ich mir auch gerade. Sag mal! War gut jetzt! Ein böses Krokodil! So, Notiz eines ptolemäischen Todsoldaten. Müsst ihr selber lesen. Krokodile vergiftet hat. Er hat die Befehle von Melina, dem Hibiskus, bekommen. Okay. Ein schöner Name für eine Mörderin. Sie ist beim Neorion Marina Arsenal im Süden. Wer wagt es, einen Gott anzurühren? Ich erledige die Blasphemikerin. Das heißt, wir kriegen wieder auf die Fresse, ja? Ja, gut. Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul. Ein Fluch! Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Etwas Grässliches wird geschehen.
Τι συμβαίνει εσύ, παιδες, λέξον μη. So. Gucken wir mal. So. Ich bin dezent falsch gerade hier. Das Neorion Arsenal. Hier ist der Ort. Der Hibiskus ist sicher in der Nähe. Eine Frau sollte unter Du müsst jetzt ein bisschen aufpassen. Ach, da sind Feinde ohne Ende. Boah, da stehen drei. Boah, Alter! Juhu! Das gibt Ärger. Warte mal. So, töte den Hauptmann, töte den Kommandanten und zwei Schätze, die wir plündern sollen. So, da ist die Olle. 30er Hauptmann dabei. Okay. Ach, wir werden besuchen. Jo. Tschüssi. Ja, ja, aua. Komm her jetzt hier. Schön, dass ihr da. Sicherlich kein Lucky Tai. Jetzt haben wir ihn. Das war übrigens der Kommandant, den wir jetzt gerade so mal. Den wir gerade mal nebenbei gekillt haben. So. Scheiße. Ich bin nicht da. So. Wir sind zwar schon ein paar Mal gesehen worden, aber bisher haben uns die... Selbst der Kommandant hat uns jetzt nicht... So. Mir das noch nicht Ärger gemacht. Ich vermute aber, dass der Hauptmann uns noch ein bisschen Ärger machen wird. Was ist der denn? Irgendwas habe ich doch gerade gesehen. Aber nicht. Wenn ja, ich weiß, dass da hinten mindestens einer steht, aber. So, hallo. Die Menschen hatten große Angst. Die Krokodile werden sich auf wundersame Weise erholen und er wird seine Opfergaben bekommen. Tschüss. Ja, ja, mach du mal. Tschüss. Baba. Kleine Frau. Talentiert, aber verdreht. Sehe,
Oh, das ist der Dings. Ja, ich muss mal hier weg. Immerhin werden die Tempelkrokodile nicht sterben. Ich sage es dem Wächter. Alter! Scheiße, ich hatte die Olle. Aber wie weit kann der werfen, schießen, wie auch immer? Mit dem Wächter. Hallo, ich hoffe, dass ich den jetzt nicht komplett nochmal neu machen muss, die Mission, sondern nur. Weil eigentlich habe ich die Olle ja getötet, ja. Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal eine Ruhe habe, dass ich nicht die ganze Quest nochmal neu machen muss. Ich fürchte aber, dass ich die ganze Quest machen muss. Nochmal neu machen muss. Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul. Ein Fluch. Wächter des Sobek. Die Krankheit war kein Omen der Götter. Adi. Die Krokodile wurden vergiftet, aber sie werden sich erholen. Vergiftet? Bist du sicher? Von wem? Der wird mit seinem Leben bezahlen. Euer Priester Sehezep war verantwortlich. Er versucht, die Spenden eurer Anhänger zu erhöhen. Was? Sehetep ist Sobeks rechte Hand. Er würde das nie tun. Was du sagst, ist Blasphemie. Ach, ihr Priester. Haltet immer an eurem Aberglauben fest. Du kennst die Wahrheit. Die Götter werden beurteilen, was du mit ihr machst. Gut. Dann haben wir doch die Quest abgeschlossen. Ich dachte schon, wir müssen die ganze Nummer jetzt nochmal neu machen. Jo, wir haben es geschafft. Level 30 erreicht. Und damit einen Fähigkeitspunkt verdient. Jo, und damit bin ich raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Und wir müssen mal gucken, was wir als nächstes machen. Shadias Ruhe habe ich noch für euch. Ja, das ist dann quasi hoffentlich der Anschluss zu dem nächsten Teil, den wir haben. Den wir, wo wir vielleicht die nächsten Ziele haben. Es fehlen meiner Meinung nach noch einige Ziele. Viele vielleicht nicht mehr, aber mal schauen. Ich bin mal raus für heute. Wir sehen uns dann wieder morgen um 12. Tschüss!